Guten Tag. Heute ist der 7. August und wie angekündigt möchten wir die Gewinner unseres Gewinnspiels auslosen von unserem Videotagebuch von der Bockjacht. Paula ist wieder dabei, die Glücksfee, traditionell. Ganz viele Teilnehmer, ganz viele richtige Lösungen und ich freue mich, dass so viele an diesem Spiel teilgenommen haben und natürlich auch so viele sich unsere Videos angeguckt haben. Es waren ja andere Bedingungen, es waren ja besonders schwierige Bedingungen in dieser Zeit. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht von Corona anfangen. Sie hören tagtäglich in den Nachrichten davon, das reicht. An dieser Stelle wollen wir über Jagd reden und vor allen Dingen über Gewinne. Was verlosen wir? Sie wissen es, der erste Preis, gestiftet von der GVO-Versicherung, ein Leica 8x56 Fernglas mit Entfernungsmesser. Der zweite Preis, der Gehörschutz, mein Lieblingsgehörschutz von LuxPro, damit man nicht mit der Mickey Maus rumlaufen muss, sondern nur die Stöpsel hat und richtungsorientiert hören kann. Der dritte Preis von der Firma Deer Hunter, eine Jagdjacke. Der vierte Preis, traditionell der Raptor, der beste Schießstock der Welt. Der fünfte Preis diesmal, ein Kahle Messer, liegt da vorne, aber wir werden es auch einblenden. Und dann der sechste bis zum zehnten Preis, nochmal eine kahle Mütze für Ihre Jagd. Paula, wir starten. Wir losen jetzt den vierten bis zum zehnten Preis aus. In der Zeit, während wir die Lose ziehen, zeige ich Ihnen die Lösung des Gewinnspiels. Denn Sie sollten ja zählen, wie viel Stück Wild Hagen über die gesamte Zeit des Videotagesbuchs erlegt hat. Also, Paula, wir fangen an und im Hintergrund zeigen wir Ihnen die Lösung. Okay, Paula, legen wir los, Brille auf, fang an. Konnten Sie sich an die Szenen erinnern? 10 Stücke Wild hat Hagen erlegt. Ich denke, die Erinnerung ist gekommen, als Sie die Bilder gesehen haben. Ja, und wir haben in der Zeit die Gewinner ausgelost, von dem 4. bis zum 10. Preis. Fangen wir von hinten an. Paula, wer hat gewonnen? Der 10. Preis, die kahle Mütze, geht an Sina aus Eltmann. Der 9. Preis, auch die kahle Mütze, geht an Sven aus Eschau. Der 8. Preis, die kahle Mütze, geht an Daniel aus Uhingen. Der 7. Preis, die kahle Mütze, geht an Peter aus Göppingen. Der 6. Preis, die kahle Mütze, geht an Sebastian aus Starzach. Der 5. Preis, das kahle Messer, geht an Thomas aus Inden. Und der 4. Preis, der Raptor, geht an Steffen aus Aalen. Gratulation an die Gewinner. Bei dieser Gelegenheit nochmal erwähnt, auch wenn Sie eine Postkarte geschickt haben, rotes Papier, gebasteltes oder ähnliches, alles ist auf weißes Papier kopiert und das meiste ist ja sowieso online gekommen. Das wurde dann alles ausgedruckt, zweimal gefaltet, sodass es nicht zu Vertauschungen kommen kann. So, jetzt kommen wir zu den drei Preisen, den Hauptpreisen, und zwar die Deer Hunter Jagdjacke. Wer gewinnt die?
Der dritte Preis. Oh Gott, das war ganz von unten rausgewählt. Mach du. Jan aus Fürstenberg-Havel. Ja, Fürstenberg an der Havel. Jan. Eine Deer Hunter Jagdjacke. Wir werden uns natürlich bezüglich der Größe mit Ihnen in Verbindung setzen. Dritter Preis, nicht verwechseln. Deer Hunter Jagdjacke. Zweiter Preis. Der Gehörschutz von LuxPro. An Frank aus Wendeburg. Gratulation zum neuen Gehörschutz. Zweiter Preis LuxPro. Ja, wir kommen jetzt zum Hauptgewinn, gestiftet von der GVO-Versicherung. Ein Dankeschön nach Oldenburg und danke an Gernot Lengert. Toll, dass ihr uns so unterstützt. Ihr seid wirklich ein tolles Haus und du bist ein sehr netter Mensch, Gernot. Vielen, vielen Dank. So, erster Preis. Du machst das. Okay. Du darfst den Hauptgewinn verlosen. Der erste Preis geht an Manuel aus Abersee. Aus Abersee. Und zwar, jetzt gucken wir auf die Postleitzahl, nach Österreich. Wunderbar. Erster Preis Leica Glas geht nach Österreich. Gratulation. Wie gesagt, mit den Gewinnern werden wir uns in Verbindung setzen. Da, wo wir es müssen, bezüglich Größe, auch beim Raptor, fragen wir natürlich, ob Sie den langen oder kurzen Raptor wünschen. Paula, vielen Dank für deine Hilfe. Wir wollen es kurz machen. Wir wünschen Ihnen schöne Sommertage noch. Jetzt geht es zur Blattzeit. Wir fahren morgen los. Morgen am 8. fahren wir mit den Bussen nach Polen und wollen die Blattzeit in vollen Zügen genießen und werden natürlich auch Filme drehen und diese vor der Brunft Ihnen noch zeigen. Und dann kommt das große Videotagebuch. Wieder das große Videotagebuch mit jeden Tag Filmen, also montags bis freitags. Und mit einem Hauptgewinn, ich darf nur so viel verraten, die GVO-Versicherung haut da richtig was raus. Das wird ein Knaller. Ich habe den Preis in der Hand gehabt, habe ihn auf der Messe gesehen. Ich habe gesagt, das musst du dir eigentlich selber kaufen. Das ist viel zu schade zum Verlosen. Und Gernot Lengert hat gesagt, nein, das machen wir in diesem Jahr. Das stiften wir für die Zuschauer des Videotagebuches. Also, im September sind Sie spätestens dabei, vorher mit dem Bockjachtfilm. Wenn Sie sich nicht angemeldet haben, immer wieder die Erinnerung. Sie können sich als abonnieren diesen Kanal und das ist kostenlos. Und dann brauchen Sie auch nicht daran denken, wann wir erscheinen. Dann blinkt das in Ihrem Handy und Sie werden eine Information bekommen, dass der neue Film hochgeladen ist. Bis dahin freue ich mich, wenn Sie gesund bleiben bitte und dann wieder einschalten. Paula, vielen Dank. Alles Gute, weit mein Zeil.